Hallo, mein Name ist Katrin Condé und ich koche jetzt für Sie gefüllte Kohlrabi mit Morchelragout. Dafür haben wir uns getrocknete Morchel schon in lauwarmem Wasser eingeweicht. Nun kommen wir zum Kohlrabi. Der wird geschält. Da schneide ich mir erstmal eine Standfläche und jetzt mit dem Messer einfach die Schale an der Seite ab. Hier habe ich einen Parisienne-Ausstecher. Den setze ich jetzt an dem Kohlrabi an und schneide mir kleine Kügelchen raus. So wird er ausgehöhlt und den können wir nachher mit unserem fertigen Ragout füllen. Wenn der Kohlrabi nun ausgehöhlt ist, geben wir in eine vorgeheizte Pfanne etwas Butter, Zucker, etwas Salz und Wasser. Nun kommen unsere ausgehöhlten Kohlrabis mit dazu. Die lassen wir jetzt 25 bis 30 Minuten bei geschlossenem Deckel garen. Für mein Ragout kommen wir nun zu den Morcheln. Die waren vorher eingeweicht in lauwarmem Wasser. Die gebe ich nun in ein Sieb, was wir mit Küchenpapier ausgelegt haben. Die getrockneten Morcheln sind sehr sandig und damit wir den Sand nicht in unserem Fond haben, geben Sie ein Stück Papier mit dazu. Gut. Die Morcheln gebe ich jetzt in eine Schüssel und wasche sie nochmal kräftig mit kaltem Wasser durch, damit wir auch alles wirklich vom Sand befreien. Die Morcheln drücke ich nochmal schön aus. Dann kommen wir auch schon zu unserer Mehlschwitze. Da gebe ich etwas Butter in einen vorgeheizten Topf, gebe jetzt Mehl mit dazu und rühre kräftig durch. Lassen Sie das jetzt 1 bis 2 Minuten auf dem Herd, damit das Mehl richtig schön ausschwitzen kann. Die Stärke im Mehl wird zu Dextrin und wir haben hinterher nicht diesen typischen Mehlgeschmack. Nun gebe ich unter ständigem Rühren kalte Sahne mit dazu. Aus dem Grund kalte Sahne, damit wir einen Temperaturausgleich haben und das Mehl nicht klumpig wird. Nur noch das Morchelwasser mit dazugeben. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen. Wenn die Soße einmal aufgekocht ist, gebe ich Kartoffelwürfel mit dazu und die Kohlrabi-Kugeln. Das lassen wir jetzt 15 bis 20 Minuten garen. Wenn der Kohlrabi und die Kartoffeln gar sind, würzen wir mit ordentlich Salz und Pfeffer, geben die Morcheln mit dazu, fein gehackten Kerbel, und dann kommen wir auch schon zum Anrichten. Der gegarte Kohlrabi wird jetzt gefüllt mit dem Ragout. Und ausgarniert mit frischen Kerbelblättern. Et voilà, ein wunderbares Gericht ist fertig. Kohlrabi mit Morchelragout. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Nachkochen und einen guten Appetit. Tschüss!